Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Java Pro. Und heute habe ich zu Gast die Sandra Pasek. Hallo Sandra, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, gern. Ja, du warst ja auch bei der JCon mit dabei. Bevor wir uns über deinen Talk unterhalten, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über dich. Ja, Sandra Pasek ist mein Name. Ich bin freiberuflich als Java-Entwickler unterwegs und ich helfe halt in der Community halt viel aus mit Duke Dortmund, mit Software, der Softwareskammer im Ruhrgebiet und mit der Javaland. Und ja, und seit letzter Woche darf ich mich auch Java-Champion nennen. Das war so ein bisschen eine Ehrung für die ganze Tätigkeit, die ich da gemacht habe. Also toll. Cool, Gratulation. Und ja, Dankeschön. Und ja, und gebe halt Talks, schreibe auch Artikel zu den Themen und bin hauptsächlich so im Backend-Bereich unterwegs, mache aber viel im Thema auch Continuous Integration, Continuous Delivery. Also wenn wir jetzt Buzzword-Bingo spielen, dann wird auch noch mal DevOps auch noch mit dabei. Obwohl ich ja darauf bestehe, kein DevOps-Engineer zu sein. Und ja, unter anderem habe ich dann bei euch jetzt noch einen Talk gehalten und da ging es eben Richtung Testing, denn die ganze Automatisierung von den Entwicklungsprozessen, das bringt halt nichts, wenn halt wir keine hohe Testabdeckung haben. Und da war ich so ein paar klassische Probleme ansprechen, was mich so im Projektalltag mit Fragestellungen, die mich da so konfrontieren, dachte ich so, okay, dafür könnte man halt eine praxisorientierte, orientierten Vortrag machen, um diese Probleme halt anzugehen. Ja, also stimmt, also immer wenn man praktisch auch Agile irgendwie da was sucht und wenn es um Testing geht, dann findet man deinen Namen, also egal auf welcher Konferenz oder du schreibst auch ziemlich viel. Warum ist das Thema für dich so cool? Also warum magst du das so? Ja, also was heißt, also einmal aus dem Grunde, dass ich selber erkannt habe, dass gerade als Entwickler mir so Testing halt mir so ein Sicherheitsnetz aufgibt. Das heißt, das hilft mir halt, meine Gedanken zu strukturieren und mich auch nicht zu verlaufen, weil wenn ich Test First mache, dann zwingt mich das halt, darüber Gedanken zu machen, okay, und das Problem, was ich da habe, was ich lösen muss mit Programmierung, halt in kleineren Stücken aufzuteilen, dass ich mich auf ein kleines Problem halt fokussieren kann und das Stück und Stück für Stück halt aufbauen kann. Und weil ich da das für mich so ein Benefit gesehen habe und auch bei anderen, die diese Technik halt ansehen, die gehen halt viel konzentrierter an die Sachen dran. Deswegen bin ich da gerne darüber am Reden und den Leuten das zeigen, welches Benefit das hat. Aber da komme ich dann mit so klassischen Sachen, ja, das kann man gar nicht testen oder das ist viel zu schwierig zu testen. Und zu sagen, sich umzudrehen und zu gehen, das ist halt irgendwie auch blöd. Und das, wenn die Leute halt damit Probleme haben, dann muss man denen auch dann eine Hilfestellung geben und sagen halt, und nicht sagen, okay, aber trotzdem ist Test First gut, aber man muss dieses Feedback dann ein bisschen aufnehmen. Und das ist so der Grund, warum. Und der zweite Grund ist, ich sehe halt viel in Projekten, dass viel in Prozessautomatisierung gesteckt wird, aber halt die Qualitätsansprüche halt, oder nicht, das Ansprüche sind das falsch, aber die Investitionen in Qualität ist halt dann gering. Und ich glaube, ein großer Philosoph hatte mal gesagt, shit in, shit out. Und wenn ich das automatisiere, beschleunigt das nur. Und da, ich bin der Meinung, wenn man halt viel in Automatisierung steckt und auch da hochwertige oder Qualität mit wenigen Pains die Software rausbringen möchte, dann muss man halt in dieses Testing halt investieren. Und desto mehr es Spaß macht, Tests zu schreiben, desto eher tut man das. Ich meine, Sachen, die man einen Spaß macht, die macht man ja eher gerne, als die man einem nicht Spaß macht. Absolut. Ja, wie kommt es dann eigentlich, dass dann trotzdem noch irgendwie so viele Entwickler gibt, die dann sagen, ja, weil anscheinend macht ihnen das Testen, vielen das Testen dann doch nicht so viel Spaß. Man will lieber irgendwas implementieren und Test-driven Development, glauben die dann wahrscheinlich noch nicht so richtig dran, dass das funktioniert. Du hast jetzt vorhin selber gesagt, ja, da kann man keine Tests schreiben dafür, das ist zu umständlich oder das passt da nicht. Stimmt das oder gibt es für alles, was man implementiert, kann man Tests machen und man kann sehr wohl erst die Tests schreiben. Warum ist das besser? Warum ist das trotzdem der bessere Ansatz, denkst du? Ich kann es Leute nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja auch klassisch gelernt, dass ich erst mich mit irgendwelchen Main-Programmen und immer Produktionscode first entsprechend auseinandergesetzt habe. Und das ist ja schon, also ich musste echt mal erstmal Gehirnjogging machen, um diesen Ansatz halt umzudrehen. Und da brauchte man auch, also mir hat das halt geholfen, dass mir andere Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung hatten als ich,
damals mir geholfen haben und mir gezeigt haben, wie das halt geht. Und klar, wenn man da halt so einen Konferenzvortrag über Test-Driven Development halt anhört, dann hört sich immer das halt geil an, weil die Probleme auch sehr klein sind, aber der Krux fängt halt an, wie sieht es im Produktionscode halt aus, die ja viel, viel komplexer sind, ja. Und das ist so ein Punkt, was ich denke, dass das halt immer, man muss halt die Art und Weise, wie man denkt, halt immer umstellen. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du eine Gewohnheit hast, ne? Die Gewohnheit abzustellen, das ist ist mal was schwieriger. Und dann kommt auch die Problematik halt dran, dass wir viel mit Legacy Code halt arbeiten. Und wenn du halt diese Wust an Code siehst, ja, dann weißt du auch nicht, wo du einfach mal ansetzen sollst, ja. Und dann brauchst du halt auch wieder andere Techniken. Das bringt halt nicht zu sagen, ja, du musst den Test first machen, sondern da brauchst du auch andere Techniken, Refactoring-Techniken, wo du dann entsprechend reingucken kannst, okay, das nehme ich mir, das kann ich abkapseln und da kann ich anfangen, wieder Test-Driven zu machen. Also das Problem ist halt vielschichtig. Schade finde ich halt immer, wenn halt man das Glück hat, an Greenfield-Projekten zu machen, dass man da das nicht sofort halt anwendet und wenn das am Anfang auch ein bisschen dauert, um da reinzukommen. Aber dann kommen wir dieses typische, ja, wir sind unter Zeitdruck, wir müssen produktiv gehen und Hauptsache, das ist raus, ja, und irgendwann machen wir es später. Und dieses irgendwann später, es kommt nie. Und Ja. deswegen, das ist dann halt so ein bisschen, da muss man sich auch mal, ja, ist einfach gesagt, ein bisschen diszipliniert und dann mal ein bisschen längeren Atem haben und dann durchzustellen. Aber das heißt, das spielen halt auch viele menschliche Faktoren darin, wo man das halt nicht tut. Also das müssen dann auch die Auftraggeber eigentlich verstehen können und die müssen auch daran glauben, oder? Und auch nicht bloß die Entwickler selbst. Und wenn es die Entwickler dann schon nicht so richtig dran glauben, dann wird es wahrscheinlich dann schwierig. Aber ich kann mir jetzt gut ja, vorstellen, dass sehr viele Auftraggeber auch sagen, ja, ich habe gar kein Budget. Gerade mal zur Implementierung haben wir ein Budget, Dokumentation machen wir Ja, später. Tests. das Witzige ist, wenn der Entwickler halt sich holt, die das Test-Driven schon Input haben, da gibt es keinen Unterschied in der Geschwindigkeit. Ich bin sogar der Meinung, dass ich dann zum Teil auch sogar schneller bin als jemand, der keine Tests schreibt, auf mittelfristiger Sicht. Denn sobald etwas komplexer wird, habe ich halt ein Sicherheitsnetz und der andere halt nicht. Und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, jeder Entwickler testet, auch derjenige, der nicht Test-First macht. Wie oft sieht man halt, dass man so eine Main-Methode aufruft oder den Tomcat hochfährt oder Spring Boot Runner aufruft und dann sich durch die Oberflächen klickt oder REST mit REST-Clients halt rangeht, um zu gucken, ob das Stück Software, was man da geschrieben hat, auch so funktioniert. Das heißt, alle testen irgendwie. Nur der Unterschied ist, derjenige, der Test-First macht, schreibt das gleich automatisiert hin und dass er halt automatisierte Tests hat und der andere halt hat längere Feedback-Zyklen. Und das ist ja das Witzige, wir reden hier von Glauben, ne? Eigentlich ist das ja keine Glaubensgeschichte, ne? Das ist so, ich bin der Meinung, das könnte man sogar empirisch entsprechend aufnehmen und messen. Ja, Aber interessant, ich ja. gebe dir recht, das ist wenn man Entwickler hat, die das nicht können und ich als Auftraggeber oder als Arbeitgeber entsprechend das fördern möchte, dann ist es auf jeden Fall ein Invest. Ja. Und ja. Jetzt in deinem JCon-Talk, da ging es ja darum, also der Titel heißt, ich packe meinen Test-Tool-Koffer und nehme mit Testwerkzeuge für Entwickler. Ging es speziell um Testwerkzeuge. Und du hast auch geschrieben in deiner Session Summary, dass es auch Tests sind Hauptkommunikationsmittel für Entwickler über den Code. Vor allem, wenn jetzt dann mehrere Leute an Code arbeiten müssen oder wenn Code übernommen werden muss, dann ist es hilfreich, dass da schon mal Tests da sind. Denkst du, dass also so Testdokumentation teilweise sogar ersetzen können oder das vielleicht sogar fast wertvoller ist? Ah, das ist ein interessanter Punkt. Je nachdem, wie man das aufzieht, ja. Nur man muss ja dann auch nur sich die Frage stellen, wer ist die Zielgruppe von meiner Testdokumentation? Also wer liest das? Wenn das nur Entwickler sind, dann würde ich sagen, ja, dann das könnte ich auch mit GL5. Wenn das aber so Testdokumentation ist, so ein großer Systemtest, dann müsste ich auch das Tooling entsprechend anpassen, weil ich muss dann raus. Erstmal muss ich wissen, was wollen die Leute lesen, wie wollen sie es lesen? Und wenn ich dann einen Product Manager habe, der möchte gerne das in einer deutscher Sprache oder in einer englischen Sprache, wie er so ein Word-Dokument liest oder eine Confluence-Seite, dann muss ich entsprechend Tooling entsprechend anpassen. Dann könnte ich sowas wie Cucumber nehmen oder Verbindung mit Spock Report, wo dann halt HTML-Seiten rauskommen, wo das wirklich schön in Fließtext runtergeschrieben ist, was diese Testfälle halt machen. Also das ist halt,
Ich würde sagen, ja, aber es kommt immer auf den Kontext an. Und die Frage ist halt, bin ich auch bereit, diesen Invest halt zu tun, ja, diese Werkzeuge auch einzuführen, um das auch dann, und dann kommt auch Disziplin. Schaffen es meine Teams, das auch so konsequent halt durchzuhalten? Die meisten kennen jetzt halt, wenn es um Tests geht, JUnit. Und dann denkt man auch wieder, okay, Tests, JUnit, das kennt man jetzt schon. Ich meine, wer kennt es nicht? Was kann man jetzt da noch darüber erzählen eigentlich? Gibt es tatsächlich so viele andere Tools, wo jetzt erwähnenswert ist? Was kennen die Entwickler nicht? Was sollte man unbedingt kennen? Also, ich habe ja auch in meinem Talk, mache ich so einen kleinen Ausflug zu Spock. Also, wer jetzt keine Berührungsängste hat mit ein bisschen Groovy-Code und Spock, das kann auch nochmal, und die Lesbarkeit von J5 einen nicht so toll findet, dann wäre Spock zum Beispiel eine gute Alternative, weil mir gerade da die Sprache Groovy mir hilft, noch mehr Richtung dieses menschlich lesbare Testbeschreibung halt hinzuführen. Da kann man jetzt sagen, okay, ich will aber kein Groovy machen. Dann sage ich auch gerne, also dann, wenn ihr nur die bestimmten Features halt nur müsst, ihr müsst ja nicht gleich die Groovy-Entwickler werden. Groovy hat nämlich den großen Vorteil, ich kann mit Plain Java-Syntax halt anfangen und dann nur gezielt die Sachen von Groovy benutzen, die mir gerade in diesen Testfallen halt helfen. Das wäre zum Beispiel, dass ich richtige Strings als Methodennamen nehmen kann. Das heißt, ich kann dann halt sagen, def oder einen Anführungsstrich und einen menschenlesbaren Satz, so wie ich das halt gewohnt bin, ohne Camel Case hinschreiben und dann halt weiter implementieren, so wie ich das von Java halt gewohnt bin. Also, das wäre, also, wenn das einem hilft, um halt die Qualität im Team halt weiter voranzutreiben, dann wäre Spock auf jeden Fall eine Alternative zu J5. Aber da muss man mal sagen, bei J5, die sind ja schon echt schon, die haben echt was getan an der Stelle. Also, da gibt es ja auch so Möglichkeiten mit Display Name. Um sowas da reinzukommen, wenn man wirklich bei J5, also wenn man da auch bei J5 bleiben möchte. Also da gibt es halt so eine Synergieeffekte, was das angeht. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, die du in deinem Talk erwähnst, die man so als Entwickler und auch Tester für seine Tests kennen sollte? Vielleicht im Hinblick auch auf Cloud und Microservice-Entwicklung, hat sich da das Testen entsprechend verändert oder inwieweit beeinflusst überhaupt dann die so moderne Microservice-Architekturen das Testen generell? Was ist da deine Erfahrung? Ich glaube, die Erfahrung, die ich so gesammelt habe, das Testen wird so auf der einen Seite ein bisschen einfacher, auf der anderen Seite ein bisschen komplizierter. Einfacher halt, weil die Microsoft an sich ja immer kleiner werden, kleinere Einheiten und die kriegt man dann halt sehr gut mit so Test-Toolings wie Mock-Server, WireMock oder Test-Containers gut isoliert. Das sind halt dann Toolings, die mir die ganze Infrastrukturkomponenten um meine Microservices halt backupsen können. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann anfangen, sich Gedanken machen, okay, wie teste ich halt ab über die ganzen Schwarm an Microservices als Gesamtheit, als gesamtes System. Da habe ich ein verteiltes System. Da gehe ich auf meinen Talk gar nicht ein, weil es mir eigentlich gegen so einen Entwickleralltag, so generell auf Entwicklertest. Aber wenn man bei den verteilten Microservices halt guckt, dann sind wir schon eher große Integrationssystemtests an der Stelle. Aber da gibt es halt auch. Kann man sich entsprechend mit den Tools, die man da im Talk gesehen hat, entsprechend auch was zusammenbauen, die einem da weiter an der Stelle weiterhelfen könnten. Dann, was ich dann noch als so Quick Win ansehe, ist zum Beispiel die Library SRJ, um halt Assertions gut lesbar zu schreiben. Das sind so Quick Wins. Also wenn ich neu im Projekt bin und sehe, dass halt nur mit J5 Mitteln oder nur mit J4 Mitteln gearbeitet wird mit Assertions, da hat man immer diese Kaskade an assert true, dann ist das immer so die erste Library, die ich halt einbinde, um halt zu zeigen, wie ich das auf einmal schöne lesbare und vor allem sehr schnell gut lesbare Assertions halt bauen kann. Also ich, so, wenn man schnelle Quick Wins haben möchte, das wäre, sage ich immer, auf J5 umstellen und also J einführen und da hat man schon die größten Sorgen, es ist mal weg. Und dann, wenn man halt die Möglichkeit hat, Docker bei sich lokal zu installieren, dann wäre sowas wie Test Container so an dritter Stelle, die ich da empfehlen würde. Was denkst du, wie das Thema DevSecOps kommt jetzt auch immer mehr auf und wir hatten auch bei der JCon da Vorträge dazu. Was denkst du, wie wichtig ist das in diesem Testumfeld zu platzieren? Ist das noch ein bisschen unterbewertet oder was ist so da deine Erfahrung? Also, da dein Ops-Bereich jetzt auch viel automatisiert wird, das, klar, man verkauft das als DevOps, als Marketingbegriff,
wo ich, also wir können darüber streiten, jetzt, was jetzt eigentlich DevOps ist. Also ich gehöre zu der Fraktion, die das als Kultur ansehen und nicht als neuen Technologie-Stack. Aber um beim Thema Automatisierung im Ops-Bereich, das heißt, da wird ja auf einmal auch Code entwickelt. Und da stellt sich die Frage halt, muss ich das auf einmal alles anders behandeln, als was ich in der Softwareentwicklung? Ich bin der Meinung nicht. Eigentlich müssten gerade die Ops dann auch aus der Entwicklung halt lernen und gucken, ja, wir entwickeln eigentlich Entwickler mit Java-Code und können wir nicht da Prinzipien und Methodiken halt übernehmen, um halt diese Automatisierung im Ops-Bereich halt mit Infrastructure as Code halt voranzuschreiten. Ein ganz triviales Beispiel, was ich mal gesehen habe, ist, dass die Ops zum Beispiel kein Versionskontrollsystem benutzt haben. Die haben halt zum Beispiel Ansible-Skripte auf den jeweiligen Rechner verteilt und da ausgeführt. Und das hat dann auf einmal viel Benefit gebracht, wo sie gemerkt haben, oh, wenn ich so ein Versionskontrollsystem einführe, dann habe ich gewisse Vorteile, weil ich dann auf einmal weiß, welche Änderungen auf diesen Skripten gemacht worden ist. Und wenn das etwas schief läuft, kann ich ja wieder zurückdrehen. Und dann denke ich mir so, ja, das haben wir vor 20, 30 Jahren auch schon die Erfahrung gemacht als Entwickler. Und ja gut, wir schmunzeln als Entwickler darüber, aber das ist, weil Ops hatten dieses Bedürfnis nie gehabt, je nachdem, aus welchem Kontext sie halt kommen. Und wenn sie dann, also ich sag mal, die Opsler werden immer mehr zum Programmierer halt entwickelt, also da müssen sie halt auch auf einmal ein ganz anderes Mindset an das Sprechen halt lernen. Ah, das ist interessant. Also bedeutet das, dass wenn ich jetzt Entwickler bin, kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, hey, die Opsler, die entwickeln sich immer mehr zum Developer, dann müssen wir uns nicht in Richtung ja zu Ops dann entwickeln, oder ist es nicht so? Was meinst du? Ich meine, das ist ein Synergieeffekt. Also wenn ein Unternehmen sagt, also wenn ich ein Unternehmen gründen würde und sagen, mein Unternehmen macht DevOps, dann wird das dann so aussehen, dass ich ein Team habe, wo halt ein Opsler und ein Devler halt zusammensitzen und die sich gegenseitig halt Synergieeffekte haben. Das heißt, der Dev weiß halt unheimlich gut, wie man programmiert oder wie man halt sich Logik zusammensetzt in Programmiersprachen, was dann Schleifen sind oder wie ich eine Map zusammen oder wie ich halt Sachen und der Ops weiß unheimlich viel gut, wie Infrastruktur funktioniert, wie die Zusammen der Komponente ist, wie Netzwerk funktioniert und sowas. Und wenn man die beiden Skills halt zusammentun, da habe ich wirklich DevOps. Und die können sich dann gegenseitig, dann sagt der Ops, ja, das muss aber der Komponente so, muss mit dem arbeiten und dann weiß der Dev, wie er es zu programmieren hat und dann lernt jeder was von anderen. Das heißt aber nicht, dass ein Developer irgendwann zum Operation wird. Und das heißt auch nicht, dass ein Operation halt zum Entwickler wird, ja, sondern die haben halt eine gute Grundbasis, wo sie wissen, aha, Operation braucht das, also muss ich halt meine Programme so schreiben. Und der Operation weiß, ah, die Entwickler haben diese Bedürfnisse, also passe ich da, und mit wenigen, wenn ich einmal das ein bisschen anders umstrukturiere, kann ich das so machen, wo meine Anforderungen auch erfüllt sind und trotzdem den Entwickler das Leben leichter machen. Eigentlich klingt das ja ziemlich cool. Man hat jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten und so in größeren Teams können sich ja die Leute jetzt eigentlich ganz dann gut orientieren und man kann da auch eigentlich ja gut auch rausfinden, wer tendiert denn mehr zum reinen Coden mehr, wer tendiert mehr Richtung Operations vielleicht. Was machen denn eigentlich kleinere Teams, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht sagen können, okay, wir können das jetzt auf diese Rollen auf zwei Personen oder mehrere Personen verteilen? Muss man irgendwie versuchen, so einen Allrounder zu finden, oder? Der irgendwie beides dann gut kann. Sonst ist man ja schon fast. Ja gut, bei kleinen Teams, da sehe ich den Trend halt, dass sie halt vielen in die Cloud gehen und halt fertige Dienste halt einkaufen und dann entwickeln die sich halt zum Cloud-Provider-Experten. Die wissen halt ganz genau, wie sie die Schnittstellen halt zu benutzen haben. Ich würde aber jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie dann Operations halt haben. Sie wissen halt nur, wie die Schnittstellen halt, das ist halt, das hört sich ein bisschen, also da ist, man muss dann sich auch viel aneignen, weil man dann auch, wenn man lernen muss, wie die Provider halt dann ticken und was dahinter steckt. Und das ist halt man bildet halt dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Entwickler nimmt, einen Entwickler halt dann so einen Cloud-Provider-Experten. Ob er dann auch Operations im klassischen Sinne machen kann, das mag ich jetzt nicht zu so beurteilen. Ja, okay, alles sehr interessant. Was würdest du noch jetzt ja, Firmen empfehlen, die jetzt noch nicht so viel Testing machen, die jetzt noch nicht so viel Operations machen, die zu motivieren, da jetzt mal einzusteigen? Oder wenn du jetzt ein Team hast, wo du merkst, ja, das sind alle noch ein bisschen so die Einstellung,
mehr Zeit für die Implementierung, test-driven, vielleicht jetzt nicht so. Was würdest du da empfehlen, so abschließend, wie man da am besten anfängt, wie man da reinkommt, was man tun sollte? Vielleicht ein Training mit dir buchen oder. Ja, natürlich. Nein, also es muss nicht auch unbedingt bei mir sein, aber ich denke schon, dass wenn man, klar, wenn ich ein kleines Startup bin und ich habe jetzt 3 Monate Zeit halt, um zu gucken, ob mein Produkt auf den Markt kommt oder nicht, dann kann ich nachvollziehen, dass man gewisse, da werde ich nicht erstmal wochenlang in irgendwelche automatisierten Pipelines stecken oder in Qualitätsstages, sondern dann bin ich ja froh, wenn ich halt erfolgreich auf dem Markt bin und schnell auf dem Markt bin. Aber wenn ich etwas baue, wo ich weiß, okay, das wird halt längerfristig Bestand haben, also da gucke ich halt diese große Enterprise-Unternehmen halt an, da gehört es eigentlich zum guten Ton. Oder dass man halt eine hohe Testabdeckung hat. Und wenn man ehrlich ist, und wenn man also auch ehrlich zu sich selber ist, wenn man einen Legacy-Code hat, wo halt nicht so hohe Testabdeckung halt da waren, dann, wenn man dann und auf so seine Durchlaufzeiten von Features ansieht, dann hat man eigentlich die Zahlen schon auf dem Tisch liegen, dass das entsprechend nicht schnell ist. Deswegen muss ich da jetzt keinen Rat geben, sondern eigentlich nur den Leuten sagen, seid mal ehrlich zu euch selber und ihr wisst auch selber, dass es halt nicht funktioniert, wie es gerade, wenn ihr keine Tests habt. Ja, und ja, wir auch von der Konferenzseite möchten ja auch dann immer auch so auch ein bisschen die Entscheider ansprechen, dass die auch ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickeln, dass getestet werden muss, dass es genauso ja, wertvoll ist wie jetzt die Implementierung selber auf längere Zeit bei der Wartung der Software dann. Und geht ja auch bei deinem Talk darum, dass der Entwickler diese Codes dann irgendwann mal übernehmen müssen von anderen und umso mehr das dann Basis da ist. Ja, und sonst muss man alles neu schreiben, dann ist das, zahlt sich dann das aus, wenn man vorher schon dafür sorgt, ja. Ja, genau. Und das ist halt ein iterativer Prozess, ne? Wenn ich meinen Code von 2 Wochen anschaue, dann, ich habe ja 2 Wochen lang auch gelernt über die Fachdomäne und dann refaktor ich. Wenn ich wieder an dieser Stelle vorbeigehe und merke, ach, das passt nicht mehr so mit dem neuen Informationsstand, dann refaktor ich. Also, dass man, vielleicht muss man einfach akzeptieren lernen, dass so ein Stück Code halt immer dem Wandel halt unter immer den Verbesserungen unter und dass es mal eigentlich nie fertig ist an der Stelle. Ja, super, Sandra. Danke, dass du Zeit hast für uns, für dieses Interview nochmal. Ja, danke fürs Zuschauen und das Video mit dir ist auch online jetzt bei Java Pro in dem Channel, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann bitte den Channel abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.